Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz mit einem kleines Video, eine vollautomatisierte BGA. Sieht mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Silotürme von Mohr 2000, wenn ich richtig bin, und von Mura. Haben wir hier Förderbänder und halt Begrenzungstafeln, dass man nicht dranfahren kann. Wie lange geht jetzt deine Sparbüchse, Peter? Wie viele Tage? Einmal voll machen, alle Türme? Ja, 7 Türme sind es. Ja, und einmal voll gemacht, jeweils 700.000. Deiner Rechnung, wie lange braucht das, bis es leer ist? 2,4 Tage. Wahnsinn, was machst du mit so viel Gülle? Verkaufen, im Hafen. Gut. Du müsstest schon langsam Millionär sein, oder? Alles, Förderbänder, alles voll automatisiert. Wenn es da sind, 4 Sekunden, dann wird mir das 1400 Liter reingeknallt. Wenn es leer ist, dauert es 4 Sekunden, dann werden wieder 1400 Liter reingeknallt. Da hat man jetzt gerade richtig davor gesehen, also den Schwall darüber fliegen. Normalerweise siehst du auf deinem Kontostand schon, wie das Geld wächst. Ja, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich bin ja gerade mal lang. Bei jedem Einwurf wächst dein Geld. Ja, Wahnsinn. Müssen wir nochmal schauen. Ich kann auch die Zeit mal ein bisschen schneller laufen lassen. Wahnsinn, da sieht man richtig hier die Silage hier rüberfetzen. Das ist jede Minute normalerweise. Wahnsinn. Wie das hier rüber geht. Der Trichter, also der wird ja nie leer. Wahnsinn. Da muss man mal schauen, da hinten ist auch das Silo. Da hinten ist die Gülle. Da muss man doch richtig sehen, auch wie die Gülle ranwächst. Wie viel Liter oder Hektoliter du vielleicht schon hast, oder? Bestimmt. Ah, jetzt hat 10%. Man sieht richtig, also na, die Zahl wie die Gülle raufwächst. Also volle Wahnsinn. Bei F1 sieht man die Zahl, wie sie wächst. Ja, Wahnsinn, das geht rauf. Jetzt bist du schon auf 86.000 Liter und wächst. Ja, Moment. Die ganzen Türme, das alles so abgesperrt. Also man braucht hier selber gar nichts machen, außer hinten ranfahren, glaube ich. Muss ich mal hinten mal rangehen. Hexe, gut, mein Freund. Da sieht man also hier überall die ganzen Abladestationen. Warte, jetzt bin ich gerade bei so langem Spiel drin und habe schon 30.000 von dir auf mein Konto überwiesen. 30.000, also habe ich schon 60.000 verdient. Wahnsinn. Wir sind ein paar Minuten, jetzt lasse ich die Zeit wieder normal laufen. Heftig ist das schon. Naja, das war jetzt vielleicht mal eine halbe Stunde oder so. Wie bist du denn jetzt eigentlich auf die Idee gekommen, das so zu bauen? Na, wo ich merkte, dass die Förderbänder, dass ein Förderband ins nächste was reinschmeißt. Da ist mir doch die Idee gekommen. Jetzt würde ja die Idee nicht gekommen. Warum soll ich das mit dem LKW fahren oder mit dem Bundlok fahren, wenn ich das Förderband von selber mache? Mhm. Da kann er dagegen wenden. Ja, deswegen hast du, glaube ich, diese Tafeln aufgestellt. Genau. Die sind ja wie Beton eigentlich da. Ja, durchfahren kannst du nicht. Ah, ja. Da kann ich bloß, wenn ein Förderband verrutscht durch irgendwas anderes. Durch ein Erdbeben. Wahrscheinlich, dann kann ich einfach wieder, kann ich einfahren und kann es wieder zurechtdrücken. Ah, Wahnsinn, sag ich. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, das ist außergewöhnlich, finde ich.
dann schreibt was in die Kommentare. Einen Daumen nach oben. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, grüßt euch, euer Franz und Peter, gell? Jo, jo. Ciao, ciao.